Danke. Ich hab grad statt Phonograph habe ich gerade Pornograph gelesen. Also. Oh Mann. Ja. Und das hören wir uns an. Das ist doch Irrsinn. Welchen Beweis hast du, dass Mr. Fink den Lutesses etwas antun würde? Sie haben es mir selbst gesagt. Die Lutesses? Wann? Gestern. Gestern Morgen. Rupert, sie sind seit 7 Tagen tot. Tja. Das ist nicht... Verpiss dich. Das ist natürlich unpraktisch, ne? Wenn man schon seit 7 Tagen tot ist, dann könnte es sein, dass die Leute nicht mehr verstehen, was man sagt. Da, der da. Hier. Da, der da. Hier. Den da. Los. Aber klar. Moment. Warum? Elizabeth. Geht klar. Warum sind hier keine Typen? Oder kommen die jetzt? Okay. Das macht mir jetzt irgendwie Angst. Alter, hier ist schon alles tot. Oh mein Gott. Nein, das Geräusch geht überhaupt nicht auf den Sack. So. La la. Ja. Und jetzt? Okay. Jetzt sneaken wir hier längs, oder was? Oh, geil. Ah, das ist ja jetzt wieder der, nee, scheiße. Ich war eben der Ansicht, wir wären hier bereits gewesen, aber... Schade. Ah, ich hab mich gerade am Bein gekratzt, du Arschkopf. Öffne ihn. Schon dabei. Öffne ihn. Sinnlos. So. Hier ist ein Schloss. Haarnadel. Das kriege ich hin. Geh auf. Bitte schön. Das war meine Arbeit. Hab ich hier oben. Mies. Was wollen wir jetzt hier drin? Waren die Risse verbunden durch ein Quantenfeld oder waren sie... Elizabeth, sie wollten, dass du sie verstehst. Wer? Du meinst meine... Oh. Okay, komm.
Also sind die Lutesses ihre Eltern. Eines fleischlichen Fehltritts zwischen mir und ihrem geliebten Propheten zu halten. Ich habe der Ärmsten die Wahrheit gesagt. Das Kind ist das Produkt unserer kleinen Vorrichtung. Sie fand diese Erklärung allerdings unglaubhafter als ihre paranoiden Wahnvorstellungen. Okay. Nächstes. Comstock ist anscheinend durch bloßen Kontakt mit unserer Vorrichtung steril geworden. Theorie. Fortpflanzung kann die Merkmale eines Elternteils abschwächen. Und dies gilt auch für den Effekt vieler Realitäten auf die unsere. Merkmale schwächen sich ab, bis sie nicht mehr wahrnehmbar sind oder nicht mehr vorhanden. Okay. Alles klar. Der Cosinus von Y. Klammer an 1 plus Cosinus Y durch Wurzel Z plus Sinus Y. Klammer auf minus Sinus Y mal Wurzel Z plus 2 Sinus Y mal Cosinus, gehört das dazu? Hoch 2 von Y durch 2 mal Wurzel Z durch Z. Alles klar. Ja. Darüber schreiben wir auch in der Arbeit, ja. Über Quantenphysik und whatever der Faktor gerade sein sollte. Und, ja. Wisst ihr? Alter, 18... Alter. Alter. Kehre zum Tor, von kommst du Chaos zurück. Alles klar. Und da dürfen wir wieder mit Mutti battlen. Wie geil war das denn? Lieber Bruder, diese Löcher in der Luft zahlen sich weiter aus. Ich weiß nicht, von welchem Musiker du dir die Noten borgst. Aber wenn er nur halb so genial ist wie der Biologe, den ich jetzt beobachte, tja, dann wirst du der Mozart von Columbia. Und jeder, der die Wahrheit kannte, wäre besser gleich mitgestorben. Ich bin gar nicht seine Tochter. Ich bin nur ein Testsubjekt, das man untersucht. Nein, bist du nicht. Elisabeth, hör mir zu. Was du durchgemacht hast, das hat niemand auf der Welt verdient. Wir kommen hier weg, verstehst du? Und dann musst du nie wieder zurückschauen. Jawohl. Meine Endtaste funktioniert nicht mehr. Ach. Man, sind das Minen? Nicht meine Mutter. Und du auch nicht. Aber er hat euch beide gefunden. Wegen mir. Ich weiß, du hasst mich, weil ich nicht deine Tochter bin. Und ich hasste dich, weil du nicht meine Mutter warst. Alter, komm. Hunde. Hunde? Läuft. Alter. Ich verzieh mich hier. Piss dich, Alter. Alter. Ich hab Munition! Achtung!
Alle viele Leute da sind, wie soll ich das denn machen? Alter. Alter. Alte Scheiße. Oh, danke schön. Ich schulde dir eine Entschuldigung. Comstock benutzte mich, um dich zurückzuholen, aber ich holte eine Version, die meinem eigenen Bild von dir entsprungen war. Alles deine Schuld! Er gab vor, dich zu lieben, wie er es mit mir gemacht hat. Ich bin nicht der Bastard deines Mannes. Ich bin sein Opfer. Aber meine Tage als Opfer sind vorbei. Wir müssen Der Prophet hat mich getötet. Weil du sein Geheimnis nicht wahren wolltest. Über mich. Wenn das stimmt, warum lebe ich dann? Du lebst nicht. Nicht in dieser Welt. Aber vielleicht bist du in einer anderen, in der du ihn nie getroffen hast. Oder ihn gerettet habe. Ich weiß nicht. Ist das möglich? Finde es heraus, Kind. Finde es heraus. Krass. Booker. Wir machen hier eine Pause. Na, ja. Okay. Dann schauen wir uns morgen wieder. Oder je nachdem, wann ihr die nächste Folge guckt. Ob ihr sie guckt, dann sehen wir uns gar nicht wieder. Und tschüss, tschüss, bis bald. Bis bald, Alter, was? Nee, du. Bis bald, meine lieben Zuschauer. Ich hab jeden von euch gern. Ja, auch dich. Ja, dich auch. Und dich. Und dich. Und ich daneben, du, der, des, pff, egal. Also, ciao.